Das verstehe. Dann Amy, untersuchen und benutze deine Fähigkeit. Der Stalker vom Fall Creek Wald hat wieder zugeschlagen. Das macht mir super Laune! Ein Paar, das im Wald spazieren ging, behauptete, von einem stämmigen Mann mit einem deformierten Gesicht belästigt worden zu sein. Das ist das siebte Mal innerhalb eines Jahres, dass über solch einen Vorfall. Jetzt sagt mir nicht, die Mehrweg-Taste funktioniert nicht. Warum funktioniert die Mehrweg-Taste nicht mehr? Ist da was? Gut, mit dem Laptop geht's auch nicht. Hab ich denn jetzt meine Tasten nicht mehr belegt oder was soll das? Optionen, ja. Steuerung Spieler 1, Bewegungen, das kennen wir alles, Waffen wechseln, kennen Aktionen. wir, Waffen, Aktionen. Da ist es nicht. Schnellmenü, Mehrwegschalter, passt. Also. Dann, da steht auch 1 von 2. Und es ist auch kein Punkt oder sonstiges da. I need to get my shotgun, Amy. It's in my car. Ja, ich will das hier aber lesen. Warum geht das nicht? Hast du vorhin auch hinbekommen? Ja, vorhin ging es auch, deswegen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Oh, guck mal da, was wir alles haben. Weil ich kann ja auch noch im Schnellmenü kann ich auch noch rumscrollen. Okay. Kann ich hier sonst irgendwie weiter? Was? Spieler 2 tritt. Nee, abbrechen. Irgendwie will das nicht funktionieren. Naja, was soll's, dann tut's mir leid. Aber vorhin ging's. Vorhin ging's. This forest is freaking me out. You're such a wuss. Aren't you afraid? Yes, but I'm trying to keep it together, okay? Der will einfach nur an sein Auto. Kann ich auch verstehen. Da ist eine Shotgun drin. Was ist das Wichtigste für einen Mann? Die Shotgun im Auto. Ja. Apropos Shotgun. Da liegt eine. Das Vieh lebt zu 1000% noch. Und deswegen geben wir Amy jetzt die Pistole. Zu 1000%. Ich kenne doch Horrorspiele. Ja. Entweder es kommt irgendeine Leiche direkt aus irgendeinem Mein Band. schönes Auto, nur noch ein Schrotthaufen. Ach, guck mal, das liegt direkt My davor. father's shotgun. This thing is just too bad. Boy, is this thing gonna make them angry. Liegt gar kein Blut. Oh. Sie ist gleich tot. Ich weiß. Energy Drink. Benutzt. Scheiße. Ich hab's für mich benutzt. Ich bin der größte Depp des Jahrtausends. Weise schon, das brauchst du mir nicht sagen. Ich weiß nicht, ist das Level da hinten dran vorbei oder ist es jetzt schon vorbei oder was muss ich tun? I don't know. Zurückgehen. Weil wenn jetzt nochmal Gegner kommen, Amy mit einem Schlag down, dann muss ich von vorne nochmal alles machen. Ist da was? Das Serum kriegen wir nochmal voll. Ah ne, die Brücke ist kaputt. Das Serum kriegen wir aber gleich nochmal voll. Heile dein Teammitglied. Oh, das Serum füllt nicht alles auf. Erste-Hilfe-Kasten ist da das Beste. Warum stimmt nochmal die Kettensäge oder so irgendwas? Ich habe jetzt nur noch 2 Schuss für die Shotgun. Was hat übrigens Amy gerade für die. Oh, nur noch 2 Schuss Munition für die Waffe, Alter. Ich gebe dir keine Waffen mehr in die Hand. Sehr schrecklich. Eine Frau.
Ja, die verschießt gleich alles, meinst du? Ja. Und dann verfehlt sie auch noch. Ja. Okay, mit Autoziel. Vielleicht nicht. Diese Tür wurde schon ewig nicht mehr geöffnet. Dann machst du auf. So, auf jeden Fall kommen wir über die Brücke nicht mehr zurück. Und wo wir sonst lang müssen, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wundertollig. Wundertollig. Musste ich wahrscheinlich durch. Das ist wunderbar. Musste ich wahrscheinlich durch irgendein Rohr quetschen. Ja, oder durch mir. Ja, keine Ahnung. Moment. Während du hinten abgeschnitten wirst. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte da irgendwo hochklettern. Hindurchklettern. Ohne Scheißspiel. Was liegt denn da Schönes rum? Was sind das für Sachen? Berühren. Ah, ein Speicherpunkt. Nee. Amy, du kannst übrigens deinen Tanker mal wieder einstecken. Oh, die Kerze ist aus. So, die alte Tradition beim Speichern. Nase putzen und Kerze für den Eukalyptus-Scheiß wechseln. Bis gleich. Mehr muss ich dazu nicht mehr sagen. Mein Handy ist gerade ausgegangen und ich habe eine SMS bekommen, während es aus war. Bitte warten, alles klar. Wir spielen gleich weiter, kurzer Moment. Er muss gerade seine E-Mails checken. Einfach, weil es Trash... Ach, das war noch eine Nachricht, die... Sag mal, irgendwas, Miri, irgendwas stimmt mit deinem Handy nicht. Irgendwie teilt es seine Nachrichten immer in zwei und schickt sie mir dann irgendwie... Ach, ist ja auch egal. Weiter geht's, kann sein, dass Miri gleich nochmal... Obwohl, ich gebe ihr zwei Stunden. So, wir müssen noch speichern. Die schreibt in letzter Zeit immer so im Zwei-Stunden-Takt. Ja. So, übrigens, gute Besserung an dich, weil du krank bist. Ich war's nicht, ich hab's nicht angesteckt. Sie hat dich angesteckt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Eher nicht. Wir waren beide sehr gesund, als wir zusammen unterwegs waren. Ah, okay. Ich will jetzt nicht zusammen sein waren, weil... Kennst du ja die Community? Da ist dieser Fall Creek Stalker. Mit seinem deformierten Gesicht. Eukalyptus-Bombe. Geht so schlafen? What is that? Ah, ihr schreibt euch einfach nur so lange. Ja. Nein, nicht die Gegner waren extrem scheiße. Da ist ja noch mehr Headcrab. Ja, töte sie, los. Tod! Tod! Tod, Mann! Ja, das Problem ist, die haben kein Herz. Schade. Das wäre zu einfach fürs Spiel. Die haben kein Herz? So, ja. Die perforieren einfach so. Ja. Schön gesagt. So, wo. Perforieren, ne? Schönes Wort. Ja. What the fuck happened? Also. Headcrabs! 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 Headcrabs, Headcrabs. Ah, das wollte ich nämlich. Das yeah, you're right. Das war nämlich ursprünglich mein Ziel. Eine Batterie finden zum Aufladen. Okay. Geht's da noch weiter? Oder geht's noch weiter? Warum das? Ah, weil ich hier sägen muss. Ergibt Sinn, aber was ist dann auf der anderen Seite? Ah, was ist schlimmer, von Sven gekillt zu werden oder von einem der Viecher? Das ist halt fraglich. Natürlich willst du halt gar nicht sterben, aber das ist halt... Das steht bei sowas halt nicht zur Debatte. So, da ging's noch lang. Oh ja, fuck. Aber mit drei Schlägen vom Baseballschläger sind die tot. Das ist ja interessant. Jetzt ist die Frage, was ist optional und was nicht? Das sind keine Headcrabs, das sind... Komische Fliegeviecher. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, was ist optional und was nicht. Das hier scheint wohl der richtige Weg zu sein. Ja. Amy kriegt das schon alleine hin. Er hat einen Elektroschocker. Die hat einen Elektroschocker, stimmt. Und ich bin gleich da, um die Batterie aufzufüllen, also keine Sorge.
So, ich guck erstmal da hinten, ob das optional ist oder ob es hier überhaupt was Optionales gibt. Vielleicht ist ja da Munition oder sowas. Vielleicht geht's ja auch gar nicht weiter. Ich glaube eher, dass A hier die richtige Antwort ist. Es geht hier gar nicht weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Das ist eigentlich total unsinnig, dass hier was ist. Gut. Verbrauch nicht unseren kompletten Elektroschocker jetzt. Wir brauchen das Ding noch für die Kettensäge. Gibt's ihn nicht mehr. Ja, aber da hat's was zu tun. Komm schon. Du weißt doch, Frauen brauchen ihr Spielzeug. Und Batterien. Und Batterien für das Spielzeug. Das wollte Moment, ich jetzt nicht sagen. Moment. Das war von mir nicht beabsichtigt, eine sexuelle Anspielung zu machen. Ohne Scheiß. Und? Ohne Scheiß, das war's nicht. Wenigstens, man muss den Baumstamm vorhalten, dass er nicht einfach so verschwindet. Ja. Das muss man dem Baumstamm schon vorhalten. Oh nee, das Krankenhaus. Aber der sägt ganz falsch mit der Kettensäge, ja? Ja, gut. Es ist ja auch eine pure Akkukettensäge. Ja. Ich will erst in den Stamm reinstechen und dann zersägen. So, ich weiß, dass der Teil jetzt relativ kacke wird. Was nehmen? Achso, ja, die Kiste. Was wäre ein Spiel ohne Kisten? Ein Spiel ohne Kistenrätsel. wir müssen nämlich jetzt da hoch. Leider Gottes. Die Mülltonnen riechen nach Tod. Wie riecht denn der Tod? Bestimmt gut. Weil, so wie ich muss ja jetzt nämlich irgendwo hochklettern und so wie das passiert, kommen diese Viecher mich besuchen. Die wir eben schon gesehen haben. Deswegen könnten wir jetzt eigentlich Amy, so ungern ich das sage, unsere Schrotflinte und unsere Pistole geben. Bye bye, Muni. Ja, 4 Schuss und der restliche Elektroschocker-Kacke. Ja, leider. So, Amy, aber mögest du bitte den Elektroschocker beibehalten, so. Dass du mich auch ja beschützt, wenn ich da jetzt gleich hochkletter. Wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Aber die Musik gefällt mir hier gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut hört, aber in der Testaufnahme ging es eigentlich. Was suchst du? Da, von da kommen wir. Was suchst du denn? Nur den Namen vom Spiel. Ach so, Obscure 2. Ja. Ach so, will deine Freunde wissen, was wir zocken? Nein, ich will dir nur sagen, wo ich sie gegrüßt habe. Ach so. Du hast sie gerade eben gegrüßt? Oh nein, vorhin. Echt? Ja. Ich grüße dich nochmal, mein Schatz. Ach so. Da seht ihr mal, wie gut ich zuhöre oder was ich für ein super Gedächtnis habe, ne? Ja. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Milo, dir würde ich raten zu sagen oder zu nehmen, dass ich das Gedächtnis habe. Das schlechte Gedächtnis. Ja. So, irgendwo muss ich hoch. Aber ich weiß nicht. Ach, da, guck mal da. Da, das Rohr, hä? Ja. Ich muss mich hier jetzt nämlich noch irgendwo entlang hangeln oder so, irgendwo entlang klettern. Und da sollte Amy mich dann beschützen. Oh, das klingt ja schon ein bisschen. Kann ich da hoch? Nee. Das war mein Zeichen, loszulassen. Wenn es jetzt lateinisch wäre, dann wäre es noch schlimmer. Weißt du zufällig, was das für eine Sprache ist? Oder gewesen ist? Also ich habe in Erinnerung, dass da jetzt so Flugviecher kommen. Los! Oh fuck, ich hab verpennt, nach oben zu drücken. Na, ist auch egal. Hoffentlich kommen die nicht wieder, wenn ich die jetzt töte. Tod den Ungläubigen. Oder kommen da unendlich viele? Das wäre jetzt natürlich scheiße.
Oh, die heilen auch nicht ganz. Fuck you hard. So, hoffentlich kommen die jetzt nicht nochmal. Das ist ja nämlich relativ scheiße. Du kennst doch solche Spiele. Ja, aber ich weiß auch, dass das Spiel mir nicht die Mittel gibt, um endlose Kämpfe zu gestalten. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, um gleich negativ überrascht zu werden. Vor allem da drin im Krankenhaus blitzt irgendwas auf. Das würde einem eigentlich, so wie das ausgesehen hat. Das hätte eigentlich jedem, so wie das ausgesehen hat, den Arm ausgekugelt. Oder rausgerissen. Ja, eins von beiden. Geh durchs Fenster oder da unten rein? Da unten rein ist nicht. Ah doch, das ist. Puh. Er musste erstmal reinlassen. Ach so, okay, ich verstehe, wie es läuft. Scheiße. Neue Munition wäre nicht schlecht oder so irgendwas. Und wo wäre das? Ich hab gerade irgendwie voll das Déjà-vu. Kann ich ihr jetzt nicht hochhelfen oder so? Ach so. Sie muss natürlich auch da hoch, oder? Oder muss er ihr da hochhelfen? Er muss ihr da hochhelfen. Ah ne, sie kann da selbst hoch, wenn er nicht im Weg steht. Das heißt, Corey, geh du da schon mal hoch. Das dauert jetzt alles nur 10.000 Jahre, Freunde, ist gar kein Problem. Der Steffen spielt ja auch so gut. Der Steffen spielt super. Ja. So. Ja, hochheben. Ja. Oh. Ein Funkgerät. So, dann kann es ja weitergehen. Au, aber diesmal Charakterwechsel, oder? Oh, nee. Was macht der denn im Krankenhaus? Ach, stimmt, er hat gesagt, er braucht irgendwas. Fuck. Sieht nicht gut aus. Oh, das Funkgerät. Noch ein Funkgerät. Ob das...